Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 36. Braunschweig International Film Festivals. Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre aktuellen Filme und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Julia Rutkowska und ich darf herzlich Pablo Capres begrüßen. Pablo, du spielst in dem Film Soul of a Beast. Dein Film ist ein überwältigender Trip und somit auch die Story deiner Figur. Du spielst Gabriel, er ist ein junger, alleinerziehender Vater und kannst du uns noch ein bisschen in seine Story einführen? Was passiert bei Gabriel? Ja, also ich spiele Gabriel, der ist, wie gesagt, Vater von einem 3-jährigen Jungen, alleinerziehend, der wohnt in Zürich. Und der ist eigentlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem Freiheitsdrang, den man verspürt als junger, erwachsener Mann und irgendwie auch der Verantwortung gegenüber seinem Sohn, die er hat. Der Liebe gegenüber seinem Sohn. Und das Ganze wird eigentlich auf die Probe gestellt, als Gabriel sich in die Freundin seines besten Freundes verliebt. Und das Ganze passiert, währenddem sie sich Mescalin schmeißen und in den Zoo einbrechen. Und am nächsten Tag sind die Tiere ausgebrochen. Und das Ganze bricht eigentlich über Gabriel herein. All diese Gefühle, die er hat, all eben diese Zerrissenheit zwischen ich brauche Freiheit, ich brauche ein Leben, und trotzdem habe ich noch meinen Sohn, der auch viel Liebe braucht und irgendwie diese Verantwortung, die er seinem Sohn gegenüber hat, die kann manchmal auch ein bisschen viel für ihn werden. Genau, also es geht um diese Zerrissenheit, einmal mit der Liebe zu seinem Kind und dann ist auf der anderen Seite dieses Mädchen, eigentlich die Freundin von seinem Freund. Der Regisseur Lorenz Merz ist sehr früh Vater geworden. Das ist dann ja auch so ein bisschen seine Hintergrundstory. Wie habt ihr euch ausgetauscht? Wie hast du dann sozusagen diese Rolle erarbeitet als junger Vater? Lorenz und ich haben uns über seine Geschichte sehr wenig ausgetauscht. Ich wusste, dass er früh Vater wurde. Es ist witzig, ich kannte über Ecken auch seinen Sohn, der etwa gleichen Alters ist wie ich. Und es war aber ganz klar von Anfang an, dass Gabriel nicht Lorenz ist. So. Ich glaube, ich habe die Tipps von Lorenz gerne angenommen, auch am Set, wie man dann doch mit so einem kleinen Kind umgeht, dass es auch authentisch bleibt, weil es ist etwas anderes, als Vater mit so einem kleinen Jungen zu sprechen, als jemand wie ich. Ich hatte schon so eine Vater-Sohn-Beziehung, mehr großer Bruder, kleiner Bruder-Beziehung mit ihm, aber dann so dieses da musste ich mich ziemlich zurückfahren und da hat mir Lorenz sehr geholfen, aber grundsätzlich war wichtig uns beiden, dass das nicht eigentlich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben soll. Also wir haben uns da wenig ausgetauscht. Wichtig dazu ist schon noch, ich glaube, die Liebe und eben auch dieses Verantwortungsbewusstsein, das konnte mir Lorenz noch auf eine gute Art und Weise klar machen und mit auf den Weg geben. So. Aber ja, es war nicht, wir haben nie darüber gesprochen, wie soll das sein. Und zwar auch gewollt, nicht so, dass Gabriel irgendetwas mit Lorenz zu tun hat. Soul of a Beast ist dein erster Kinofilm. Du warst schon vorher in TV-Produktionen. Was ist so der große Unterschied für dich gewesen im Vergleich zu deinen vorherigen Filmen? Ein großer Unterschied war, glaube ich, dass es wirklich die Rolle, die ich spiele oder die ich gespielt habe, die ist eigentlich von diesen 110 Minuten Film, ist die, glaube ich, 108 Minuten on screen. Und der Umfang der Rolle, dass die 36 Drehtage oder 37, die es waren, es war viel anstrengender. Nebenbei gab es gar nicht so viele Unterschiede. Wir hatten ein kleineres Set wie bei den TV-Produktionen. Aber auch familiärer, muss man sagen. Und ja, es hat mir einfach nochmal aufgezeigt, als die ersten beiden Filme, die ich gedreht habe, da war ich noch ein bisschen jünger. Da war mir das Ganze manchmal ein bisschen unangenehm, die Schauspielerei. Ich weiß nicht wieso. Und irgendwie mit dieser Rolle habe ich so richtig
Freude an der Kunst und am Spiel gewonnen. Und ich glaube, das war der größte Unterschied, so wie ich das erlebt habe und wie toll ich das auf einmal gefunden habe, vor der Kamera zu stehen und Dinge auszuprobieren, zu machen, Grenzen auszutesten. Da hatte ich bei meinen ersten beiden Rollen noch viel mehr Schwierigkeiten damit. So. Das hat sich ja gelohnt. Soul of a Beast hat ja schon zahlreiche Nominierungen, Auszeichnungen bekommen. Du bist ja bei uns auf dem BIFF für den Braunschweiger Filmpreis nominiert, unseren Nachwuchsschauspielpreis. Hast du ein paar Tipps, irgendwelche Ratschläge an deine gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen aus deiner Erfahrung? Was kannst du ihnen auf den Weg mitgeben? Hey, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man irgendwie geduldig bleiben muss in dem Ganzen. Auch wenn man es gerne macht oder auch eben, ich habe ein tolles Jahr hinter mir mit vielen tollen Momenten und schönen Preisen, die ich gewinnen konnte. Und bisher konnte ich auch nicht mehr richtig arbeiten. So. Und da trotzdem Ruhe bewahren und auf den Moment warten und dann einfach alles, was man hat, seinen ganzen Körper, seinen ganzen Geist da hineinzuwerfen. Ich glaube, das ist der einzige Tipp, den ich geben kann. So. Wartet auf den Moment und wenn es kommt, dann schmeißt alles rein, was ihr habt und gebt alles, was ihr geben könnt und dann wird es schon gut kommen. Das hast du ja gemacht, bist jetzt auf vielen Festivals, hast viele Preise gewonnen. Steht schon das nächste Projekt an? Wir warten noch, also oder ich eben, ich bin noch in Castingprozessen. Jetzt im September konnte ich mal einen Polizisten spielen, so einen strengen Polizisten, mal nicht der nette Junge aus der Nachbarschaft. Und seither ist wieder ruhig. Ich studiere nebenbei auch noch Wirtschaft an der Universität in Zürich. Und ja, mal schauen, was kommt. Ich bin bereit, ich will unbedingt wieder arbeiten. Und das wird sich die Zukunft zeigen, wann und wo und wie. Ja, schön. Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg und hoffen, noch viel mehr von dir zu sehen. Danke vielmals. Danke für deine Zeit. Danke.